Das große Aufbrauchen. Ich habe 10 Produkte, die ich mit euch aufbrauchen möchte, weil zu viel offen ist immer so eine Sache. Sachen gehen eben auch kaputt. Immer nur nachkaufen geht auch nicht. Und da gibt es das Project 10 Pan und ich zeige euch meine Fortschritte, die ich gemacht habe. Hallo, ich bin Coco vom Kanal Die kleine Coco. Du bist beim Project 10 Pan gelandet. Und mit euch brauche ich 10 Produkte auf. Das sind nicht stur nur 10 Produkte. Ich mache jeden Monat, ungefähr jeden Monat ein Video. Und es hat sich wieder sehr viel getan. Und ich bin ein bisschen willigen los. Und ich habe meine Reihenfolge, die möchte ich auch beibehalten. Und ja, wir fangen wieder an mit dem Rosenwasser. Da wurde mir das letzte Mal unter das Video geschrieben, tu das doch in den Kühlschrank und nimm es so als Spray. Ich versuche so wenig wie möglich Duftstoffe in mein Gesicht zu geben. So wenig wie möglich. Und da gehört eben auch Rose dazu. Und wenn ich das nicht machen muss, gebe es mir nicht aufs Gesicht. Ich würde aber mit Rosenwasser beispielsweise Make-up refreshen. Das geht ganz gut. Das letzte Mal waren es 451 Gramm, jetzt sind es nur noch 339 Gramm, hat damit zu tun gehabt, dass ich es mir auf die Haare gegeben habe. Ich habe eine Zeit lang mit Locken experimentiert und da war das halt da und das hat jetzt keine bessere Wirkung wie Wasser, ne? Also nicht, dass ihr euch denkt so, boah, ich kaufe mir das jetzt für die Haare. Braucht ihr echt nicht. Also 339 Gramm, da ist jetzt echt schon einiges weg. Dann habe ich mein Trockenshampoo und ich verwende halt hauptsächlich, weil ich stark fettendes Haar habe, Heilerde. Weil das A besser ist für die Umwelt, das ist halt jedes Mal eine Verpackung, das ist jedes Mal unnötig. Und das Prinzip von so einem Trockenshampoo ist genau das gleiche. Da ist ein Pulver drin, da ist vielleicht noch Alkohol drin und Duftstoffe. Und Heilerde, da hast du das Pulver schon so. Nimmst du die Magenfeinheilerde, da hast du mehr davon, ist günstiger. Und ich verwende den aber immer noch so ein bisschen im Pony. Letztes Mal 162 Gramm, jetzt 157 Gramm. Du merkst, ich nehme es halt nicht mehr für den Kopf komplett, sondern eben nur für den Pony, der ein bisschen Schwierigkeiten macht. Vor allem, weil er jetzt halt seitlich wächst. Ja, es ist halt ein Produkt kaputt gegangen jetzt aus meiner Reihenfolge, also aus meinen 10 Produkten und das musste ich dann wegschmeißen, konnte es nicht mehr leer machen. Dafür ist jetzt die Lippenpflege von No dazugekommen. Ich nehme hier natürlich immer nur Produkte rein, die mir so ein bisschen schwerer fallen und da gehört eine Lippenpflege dazu. Ich habe echt mal überlegt, ob ich Lippenpflege jemals leer bekommen habe. Ich glaube nicht. Ich habe die immer weggeworfen nach einer Zeit, weil irgendwann mal kippen die Sachen halt auch. Und bei der Lippenpflege sind wir bei 18 Gramm. Es ist ja echt nur ein kleines Produkt. Und ich versuche die tatsächlich aufzubrauchen, also mir die wirklich jeden Abend auf die Lippen zu geben. Dann haben wir das Alverde Deo. Und da merkt ihr schon, ich habe das Ponyhütchen Deo nicht mehr. Es ist meistens so, wenn Produkte alt werden, dann halten sie sich noch so einigermaßen. Aber je weniger du in einem Töpfchen drin hast, desto wärmer wird das Produkt natürlich auch irgendwann. Ist ja klar, also wenn die Menge halt nicht mehr so gegeben ist, schützt sich das Produkt halt nicht mehr von selbst. Und ich muss es wegschmeißen. Ich habe entzündete Schweißdrüsen unter den Armen bekommen und wenn du so eine Reaktion zeigst, kommt es von dem Produkt. Ne? Also kriegst es nicht einfach so. Und dann habe ich es weggeworfen. Schade, es war fast leer. Es war nicht mehr viel drin. Der Boden hat rausgeguckt. Ich habe echt genug aufgebraucht. Bin da ganz froh, aber schade, dass es nicht leer ist. Das Alverde Deo. Verwende ich immer noch als Deo-Topper. Da wurde mir auch unter das Video geschrieben, schmeißt es doch weg. Ist halt eben Sinn und Zweck der Sache von diesem Project 10 Pan Produkte nicht einfach wegzuschmeißen. Weil man muss sich einfach vorstellen, du hast es gekauft. Das ist halt eben schon ein Eingriff in unsere Umwelt. Das wurde produziert. Und wenn du es jetzt einfach nur sinnlos wegschmeißt, hast du halt nichts getan diesbezüglich. Ich versuche daher Produkte, die ich kaufe, auch wirklich zu nutzen. Es hat so meine Philosophie, das darf
jeder machen, wie er möchte. Und bei dem Alverde Deo waren es letztes Mal 59 Gramm und dieses Mal 53 Gramm. Also ich habe tatsächlich ein bisschen was aufgebraucht und ich komme mit dem Geruch leider immer noch nicht zurecht. Der ist halt schon so ein bisschen beißend. Es gibt tatsächlich echt andere Produkte, die viel, 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 viel besser riechen und besser funktionieren. Das ist die Sana Shampoo. Und man merkt halt schon so ein bisschen die Tendenz, wenn man halt doch so eine Form hat, dass man es halt nicht nur so macht. Beim Duschen klappt natürlich das auf einer Seite abbrauchen für mich nicht so. Daher ist es halt jetzt schon wieder so flach. Ich verwende es zum Duschen tatsächlich nicht, zum Haare waschen, was mehr oder minder damit zu tun hat. Ich teste halt wahnsinnig viel Shampoos und ich muss halt einfach einen Weg finden, wie ich die schneller verbrauchen kann. Und zum Duschen ist es echt kein Ding. Das ist ein guter Tipp von einer Abonnentin von mir. Wenn du halt wirklich ein festes Shampoo hast, mit dem du gar nicht zurechtkommst, nimm es zum Duschen. Das ist das Allerbeste, was du machen kannst. Oder eben zum BHs waschen oder zum Maske waschen oder so. Also es gibt immer irgendwie einen Weg, wie man sowas einfach nutzen kann. Und wenn es nur Hände waschen ist, ne? Also es ist auf jeden Fall besser wie Seife für die Haut. Wir sind hier bei 32 Gramm das letzte Mal und jetzt haben wir 23 Gramm. Also es tut sich was. Ich glaube, beim nächsten Mal habe ich das schon fast aufgebraucht. Dann haben wir hier die Sonnencreme. Ich werde mir jetzt demnächst auch eine bestellen, wo ich jetzt schon länger so ein bisschen die Augen drauf habe, die ein bisschen teurer ist. Ich glaube, wenn die nicht runtergesetzt ist, ist die, glaube ich, fast ähnlich teuer. Die würde ich mir jetzt nicht mehr nachkaufen, weil die halt einfach jetzt von vornherein gesagt ist, gut ist, aber nicht perfekt. Weil die halt doch auch so ein bisschen weißelt und ich jetzt halt doch auch ein bisschen Farbe im Gesicht habe. Und sie ist halt noch nicht so dieses hundertprozentig, ne? Also definitiv nicht. Waren wir das letzte Mal bei 123 Gramm. Ich verwende die halt jetzt auch für den ganzen Körper. Man merkt das. 94 Gramm. Da ist halt nur noch weniger wie die Hälfte drin. Also Sonnencreme ist so eine Sache, die solltest du halt echt zu Hause haben. Deswegen, glaube, die werde ich mir so in der nächsten Woche mal holen. Ich würde gerne ein neues Serum aufmachen, aber ich habe mir halt einfach gesagt, das mache ich erst auf, wenn ich eins von den zwei offenen aufgebraucht habe. Und beide offenen habe ich hier in Project Handpan drin. Kommen wir mal zu dem Retinol. Das habe ich jetzt halt auch schon erstens vorgestellt, zweitens schon länger auf. Man muss beim Retinol allerdings aufpassen. Sommer, es penetriert so ein bisschen die Haut. Also es kann reizend wirken, es kann Hautkrebs verursachen, wenn man nicht dementsprechend sich verhält und Sonnencreme aufträgt. Das sage ich immer wieder. Das zählt übrigens auch, wenn du nicht solche Produkte aufträgst, dass du immer Sonnencreme aufträgst. Das ist das einzig wahre Produkt, auch was gegen Falten hilft. Na, also das ist wirklich so. Musst dich mal mit der UVA-Strahlung beschäftigen und einfach mal bei Google UVA-Strahlung eingeben und Sonnenschäden. Dann wirst du baff sein, was du alles findest. Also wenn man sowas verwendet, dann muss man so oder so einfach Sonnencreme auftragen. Und weniger ist mehr, ich wollte es gerade andersrum sagen, weniger ist mehr im Sommer und ich versuche das halt nicht ganz so regelmäßig zu machen, dennoch aufzubrauchen. Ne, dennoch aufzubrauchen. Und wir sind hier, weil es eben neu jetzt im Protect Tan Pan ist, bei 56 Gramm. Es ist nicht mehr allzu viel drin. Ich bin gespannt, ob beim nächsten Mal die Flasche vielleicht schon leer ist. Schön wär's. Dann sind wir beim Squalan. Das Squalan habe ich jetzt ein bisschen vergessen. Ich habe mich jetzt heute mal wieder mit Squalan eingecremt. Versuche das jetzt auch ein bisschen mehr wieder im Gesicht anzuwenden. Das Squalan hatte beim letzten Mal 161 Gramm, jetzt sind wir bei 152 Gramm. Also ist halt echt super viel noch drin, es ist halt unwahrscheinlich sparsam. Es ist super für die Haut, es fettet nicht so stark wie normales Öl. Ich kann es euch echt mal empfehlen, wenn ihr das mal austesten wollt. Und es ist halt wirklich super reizfrei. Die Haut kennt es, weil das ähnelt unserem Hautfett extrem. Und daher gibt es da auch keine Reizungen. Also wirklich mal ausprobieren. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht. Wenn ich es nicht vergesse, verlinke ich es dir unter dem i.
Kommen wir zum BHA-Serum von Face Theory. Ist nicht mehr viel drin, aber man muss halt auch im Sommer ein bisschen eher aufpassen, wie man es Frühling, Herbst und Winter verwendet, weil das halt eben die Hautschuppen wegmacht. Man muss so oder so Sonnenschutz tragen und ich trage einen 50er, das wisst ihr, den habt ihr ja schon gesehen. Aber im Sommer, wie gesagt, nicht so häufig anwenden, wie du es im Herbst und Winter anwendest. Und wenn, wirklich Sonnenschutz, 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 Sonnenschutz. Und eins bitte nicht vergessen, es ist eine Säure. Und die Haut ist halt im Sommer gerade durch die Sonneneinstrahlung ein bisschen empfindlicher. Also man muss da ein bisschen mehr aufpassen. Weniger ist im Sommer mehr. Es ist nur noch ein bisschen drin. Das wohnt bei mir im Kühlschrank. Und das letzte Mal waren es 67 Gramm, jetzt sind es 61 Gramm, ihr merkt. Ich habe es vorsichtig verwendet, aber ich habe es verwendet, sodass es halt bald mal leer geht. Und das letzte Produkt ist halt das Altera Gesichtswasser. Und also auch fast leer. Also das ist das letzte Mal wahrscheinlich jetzt in den Videos mit drin. Bis nächstes Mal möchte ich das wirklich aufgebraucht haben. Und das verwende ich auch so gut es geht nicht mehr im Gesicht. Halt zum Refreshen ein bisschen so am Körper und so, dass ich so ein bisschen auftrage, damit es leer wird. 63 Gramm das letzte Mal, jetzt 49. Warum verwende ich sowas nicht? Stark parfümiert, viel Alkohol drin. Das hat in deinem Gesicht einfach nichts zu suchen. Und wenn du Säuren aufträgst, erst recht nicht. Weil das ist halt auch was die Haut hat, auch reizt. Ne? Also, vorsichtig mit solchen Produkten. Und das ist halt echt von früher noch, das ist jetzt über ein Jahr alt, ein Überbleibsel, weil ich ja meine Pflege extremst wirklich verändert habe in der Hinsicht. Also keine Seife mehr, kein Alkohol mehr, so gut wie es geht, auf Duftstoffe verzichten. Also da hat sich einiges bei mir getan. Das waren meine 10 Produkte. Wie schon erwähnt, wenn du merkst, du bekommst eine Reizung von einem Produkt, was schon älter ist, musst du es wegschmeißen. Das ist ein Hinweis darauf, dass irgendwas in dem Produkt kaputt gegangen ist. Ist halt dann schade, weil ich schmeiße Produkte inzwischen auch nicht mehr ganz so gerne weg. Früher war ich da so ein bisschen, ja, lockerer, kann man sagen. Bei Kosmetik ist es halt echt wichtig, da musst du halt echt auf deine Haut aufpassen. Und lieber man kauft weniger und spezieller, damit man die Sachen auch aufbraucht. Und wenn man es halt nicht schafft, okay, kann man halt auch nichts machen. Aber früher war ich da echt lockerer mit Produkte wegzuschmeißen. Und da habe ich erst dann so mit der Zeit festgestellt, wie viel Geld ich eigentlich zum Fenster rausgeschmissen habe. Das ist halt auch so eine Sache. Ich melde mich an der Stelle wieder ab, bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Gib mir doch einen Daumen nach oben, falls dir mein Video gefallen hat. Ihr wisst, mein Abo ist kostenlos. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.